وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Die 114 Suren des Koran wurden in einer Ordnung gesammelt und zusammengestellt, deren Logik oder auch Chronologie uns entgeht. Wir können also weder den historischen Kontext der Redaktion nachvollziehen, noch Mohammeds geografische Bezüge oder auch nur den religiösen Rahmen von Mekka und Medina. Auch wenn wir uns auf Texte beziehen können, die vor dem Koran in anderen Sprachen als dem Arabischen geschrieben wurden, es macht einen gewaltigen Unterschied, dass wir aus Arabien selbst keinen einzigen Text haben. Alles, was vor dem Aufstieg des Islam, bevor die Muslime erschienen, über Arabien gesagt wurde, beruht auf Beobachtungen von griechischen Reisenden, die allerdings üblicherweise im nördlichen Teil oder im Jemen waren, nicht in der Region, in der der Islam entstand. Alles, was sie sagten, muss in einen arabischen Kontext gebracht, also gefiltert werden. Was wir nicht haben, sind Texte, religiöse Texte, die sich auf diese Umwelt beziehen. Wenn wir bedenken, wie viele Berichte wir über den Aufstieg des Christentums haben, wir haben die Schriftrollen vom Toten Meer, wir haben endlose griechische und römische und jüdische oder vielmehr israelitische Berichte über das, was geschah. Manches davon ist nicht historisch, aber dennoch extrem hilfreich. Wir haben jede Menge Quellen, unglaublich viele Quellen für diesen winzigen Ort, der Palästina hieß. Für das riesige Gebiet, das Arabien genannt wurde, haben wir gar nichts. Und aus diesem Grund ist der Koran meiner Meinung nach immer noch ein Buch ohne Kontext. Genau das ist es. Und hier sind wir angewiesen auf das Erbe der islamischen Tradition, die mit Nachdruck betont, dass der Koran ein Text ist, der keinen Kontext braucht, dass er zeitlos ist. Der Koran kann nur als Text aus dem 7. Jahrhundert gelesen werden. Ich meine, als Historiker erweisen wir dem Text einen schlechten Dienst, wenn wir darauf bestehen, dass dies ein Text ohne Kontext ist. Es ist ein Text mit Kontext. Unser Handicap besteht darin, dass wir über diesen Kontext so wenig wissen. Wenn wir den Koran unbefangen vor dem Hintergrund der christlichen Kultur lesen würden, in welche Lage würden wir dabei geraten? Was ich damit sagen will, könnte ziemlich aufschlussreich sein. Denn dann ergäbe sich die Lage, in der wir wären, wenn wir vom Alten Testament nur die Psalmen besäßen. Auch dann hätten wir es mit einem Text ohne Kontext zu tun, denn wir würden ganze Passagen nicht verstehen. Ich habe mir die Frage gestellt, können wir noch sagen, dass der Koran ein Text ohne Kontext ist? Nein. D'une certaine façon. C'est la science. Die Wissenschaft, unser Wissen über frühere Texte, macht aus diesem Text einen Text mit Kontext, aber nicht in allen Passagen. Un texte avec un contexte. Pas pour toutes ces passages. Der Koran wird oft als Text ohne Kontext bezeichnet. Das stimmt mehr oder weniger, insbesondere im Vergleich mit den Evangelien. Aber natürlich gibt es in den Evangelien viele chronologische Angaben. Wir haben die Beschreibungen der Wanderungen Jesu, der Reisen, die er unternahm, Orte werden genannt und so weiter. Das Evangelium erzählt die Geschichte Jesu. Es ist also logisch, dass es enorm viele Elemente enthält, die einen Kontext herstellen. Der Ort ist Galiläa oder Jerusalem und die Zeit das erste Jahrhundert. Beim Koran haben wir es mit einem radikal anderen Text zu tun. Der Koran gestaltet eine heilige Geschichte. Eine Geschichte, in der Gott im Leben der Menschen eine große Rolle spielt. Doch geografische Angaben und konkrete Fakten aus dem Leben Mohammeds
Details werden nicht genannt. Es gibt zwar Anspielungen auf Ereignisse im Leben Mohammeds, aber nicht sehr viele und kaum geografische Hinweise. Die erste konkrete Angabe ist der arabisch-muslimischen Überlieferung zufolge, dass die Bevölkerung von Medina sich hauptsächlich aus drei großen jüdischen Stämmen und zwei polytheistischen Stämmen zusammensetzte. Es gab also in dieser Oase einen fest verwurzelten Judaismus, der in der Zeit Mohammeds im 7. Jahrhundert sehr wichtig war. Das Christentum war an der arabischen Küste verbreitet, am arabisch-persischen Golf, in einigen Städten des Jemen, insbesondere in Nadschran, an der heutigen Grenze zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen, möglicherweise in den Küstenregionen, wie auch auf der Inselgruppe Socotra, 400 Kilometer südlich der jemenitischen Küste und natürlich in allen Gebieten in der Nähe des Byzantinischen Reichs. Im östlichen Arabien gab es also seit ungefähr dem Jahr 400 christlicher Zeitrechnung ein mächtiges, fest verwurzeltes Christentum. Also von 400 bis 600, sagen wir bis 622, wenn wir den Moment der Gründung der Gemeinschaft Mohammeds in Yathrib nehmen, das er in Medina umbenennt, bestand bereits seit 220, 230 Jahren ein sehr einflussreiches Christentum im östlichen Arabien. In Arabien kreuzten sich tausendjährige Kulturen und Zivilisationen. Arabien liegt zwischen dem Iran und Äthiopien, zwischen dem Jemen und Byzanz. Das Arabien des Hedschas, das heißt das westliche Arabien, das Geburtsland des Propheten Mohammed, ist auch das Land der Kaufleute. In muslimischen wie auch nicht-muslimischen Texten heißt es, dass die Araber seit der Antike große Kaufleute sind und mit den Zentren der Zivilisation Handel treiben. Und natürlich wurden mit den Handelskarawanen nicht nur Waren transportiert, sondern auch Ideen und Texte. Deshalb ist das vorislamische Arabien auch ein Zentrum spiritueller Traditionen. Ich spreche hier nicht unbedingt von Philosophie, aber einer spirituellen und intellektuellen Tradition. Also Arabien, vor allem das Arabien, von dem hier die Rede ist, die Region von Mekka und Medina, steht im Zentrum dieses Zirkulierens von Ideen und religiösen Traditionen. Das Arabien des 7. Jahrhunderts war also durchaus nicht unberührt von den großen spirituellen und religiösen Debatten, die das Ende der Antike erschütterten. In der späteren Literatur der muslimischen Tradition wird die Bedeutung des Paganismus besonders hervorgehoben. Das heißt, des arabischen Polytheismus, mit dem Mohammed gebrochen hatte. Eine der komplexesten Fragen ist die, welche Art die Gemeinschaft war, die Mohammed zum Vorbild wählte. Diese Gemeinschaft ist vielleicht nicht so monolithisch, wie wir uns das vorstellen. Diese Gemeinschaft kann keine, in Anführungszeichen, Gemeinschaft von Götzendienern oder Heiden gewesen sein. Denn wenn wir annehmen, dass der Koran die Predigten Mohammeds mehr oder weniger getreu wiedergibt, müssen die Adressaten seiner Botschaft schon gut über die biblischen Geschichten Bescheid wissen. Diese Menschen waren bereits mit biblischen Geschichten und Gestalten der Bibel sowie monotheistischen Vorstellungen oder Ideen vertraut. Anscheinend kannten seine Zuhörer dieses ganze Vokabular bereits außerordentlich gut. Sie kannten nicht nur die Begrifflichkeit, sondern auch die dazugehörigen Überlegungen. In den vergangenen Jahren war besonders eine bestimmte Frage von Interesse, nämlich welche Einwände die Gegner Mohammeds in Mekka dem Propheten des Islam entgegenhielten. Wir könnten eine Liste dieser Einwände aufstellen, aber ich will nur einen Punkt herausgreifen. Mohammed wird vorgeworfen, ein einfacher Mensch zu sein. Denn wenn er ein ganz gewöhnliches menschliches Wesen ist, wie kann er damit der Gottheit kommunizieren, die doch eindeutig transzendent ist? Ein menschliches Wesen kann nicht Botschafter Gottes sein.
Der Einwand impliziert, dass die Gegner Mohammeds eine extrem transzendente Auffassung vom Göttlichen hatten, von einer unzugänglichen Gottheit. Es konnten also nicht ländliche Heiden sein, wie es die islamische Tradition beschreibt. Es mussten Monotheisten sein. Nicht unbedingt Juden, nicht unbedingt Christen. Es gab eine außergewöhnliche Fülle von Strömungen aller Art. Doch es handelte sich um eine Gruppe, die eindeutig mit allen Debatten vertraut war, die sich im Judaismus, bei den Kirchenvätern und allen monotheistischen Strömungen wiederfindet. Das alles erweckt Eindruck, dass sich alle Debatten, die sich im Koran wiederfinden, perfekt in alle großen religiösen Debatten einschreiben, in denen die verschiedenen bekannten Strömungen des 7. Jahrhunderts aufeinanderprallten. Sowohl die islamische Tradition wie auch viele Wissenschaftler heben üblicherweise hervor, der Prophet Mohammed sei aus einer durch und durch heidnischen Gesellschaft hervorgegangen. Er stammte aus Mekka, wo die Menschen Heiden waren. Sie beteten Götzen an und er will sie in den Schoß der wahren Religion zurückführen. Aber diese Auffassung ist weitgehend theologisch. Sie vereinfacht und steckt voller Irrtümer. Warum? Erstens, wenn wir die Botschaft des Koran untersuchen, erkennen wir, dass die Menschen in Mekka Monotheisten waren. Dieser Monotheismus allerdings war ein bisschen korrumpiert. Und zweitens, dass es dem Koran nicht eigentlich um Paganismus und die Abschaffung des Götzendienstes geht. Es geht ihm darum, das zu beenden, was wir als arabischen Polytheismus bezeichnen. Und im Unterschied zum griechisch-römischen Polytheismus steht im arabischen Polytheismus Gott, der monotheistische Gott Allah, im Zentrum. Doch im Lauf der Zeit wurde die Anbetung des einzigen Gottes korrumpiert und die Menschen begannen, Wettergötter oder andere Mittlerfiguren einzuführen. Vielleicht erklärt das auch den Nachdruck, warum wir Jesus in der christlichen Auffassung nicht akzeptieren und tolerieren können. Denn Jesus ist eine weitere dieser Mittlerfiguren zwischen Gott und den Menschen. Der Messias Jesus, so wie er im Hintergrund des Koran auftaucht, kann nur aus dem Christentum der Umgebung hervorgegangen sein. Doch welche Form des Christentums bezeugt dieser Jesus des Koran? Zumal das Wort Christ nirgendwo im Koran genannt wird. Nur der Begriff Nasara, Nazarener, kommt darin vor. Nasara ist möglicherweise der Begriff, der damals zur Bezeichnung der Christen verwendet wurde. Doch er ist nicht abgeleitet von Nasira, das heißt Nazareth. Denn wenn er von Nasira abgeleitet wäre, hieße es Nasiriyun und nicht Nasara. Die Einwohner von Nasira sind Nasiriyun, nicht Nasara. Die Herkunft dieses Begriffs ist also ziemlich unklar, aber ich bin fast sicher, dass er in der Gesellschaft von Medina und des Hedschas im 7. Jahrhundert üblich war, um die Christen zu bezeichnen. Die Bezeichnung Christ existiert nicht im Koran. Der Koran spricht eher von Nazarenern als Bezeichnung für die Menschen, die wir Christen nennen. Aber wer sind diese Nazarener? Und woher kommt dieser Name? Und was sagt er uns über die Kenntnis des Christentums im Koran? Wir haben nur eine einzige Passage im Neuen Testament, wo die Bezeichnung Nazarener vorkommt. Da bezieht sie sich auf die Anhänger Jesu. This of course comes in the Acts of the Apostles when St. Paul is. Die Stelle findet sich natürlich in der Apostelgeschichte, wo Paulus vor einen römischen Beamten kommt und der Ankläger, sozusagen der Advokat für die Partei, die ihn vor den römischen Beamten bringt, ein Mann namens Tertullius, Paulus und seine Anhänger als Nazarener bezeichnet. Refers to his followers as Nazarenes.
Ich glaube, das Wort Nasara im Koran, das üblicherweise mit Christ übersetzt wird, bezieht sich tatsächlich vielleicht eher auf Ho Nazorayos, auf die Judenchristen, als auf die Christen. Nasara wird nach dem Koran in der muslimischen Welt der Ausdruck für Christ. Diese Judenchristen waren Erzfeinde, sowohl für die Juden wie auch für die Christen. Sie waren Verräter. Für die Juden, die Jesus nicht als den verheißenen Messias anerkannten, waren diese Juden, die meinten, Jesus sei der Messias, Heretiker. Für die Christen nach Paulus, für das paulinische Christentum, und das war das Christentum, das sozusagen die Partie gewann, waren die Judenchristen, die sich nach der Ankunft des Messias weiterhin an die rituellen Vorschriften der Juden hielten, eine Abirrung. Also hatten die rabbinischen Juden wie gleichzeitig die Kirchenväter jedes Interesse, dass sie so schnell wie möglich von der historischen Bildfläche verschwinden. Nach der Tradition gilt Jerusalem als Basis der Judenchristen, aber vielleicht haben sie sich rasch auch in semitischsprachigen Gebieten und insbesondere in Syrien verbreitet. Wir können zwar keine direkten und genauen Verbindungen nachweisen, doch es ist anzunehmen, dass das syrische Christentum teilweise Erbe der judenchristlichen Traditionen ist, was übrigens auch den Widerstand gegen die Dogmatisierung erklärt. Und gleichzeitig gingen diese judenchristlichen Traditionen mehr oder weniger zufällig, mehr oder weniger explizit, auch in die arabisch sprechende Welt ein. Denn es gab schon ziemlich früh ein arabisch sprechendes Christentum. Der große Verlierer in der Geschichte des Christentums sind die Judenchristen. Die Christen, die streng an den jüdischen Praktiken festhielten. Zur Zeit Mohammeds, als das byzantinische Christentum sich im gesamten Römischen Reich verbreitete, stellten diese Judenchristen ohne Zweifel nur noch einige marginale Gruppen dar. Was aber nicht bedeutet, dass sie ohne Einfluss waren. Il semble donc que l'idée Die Annahme, dass die Auffassungen, Schriften und Praktiken der Judenchristen direkten Einfluss auf den Koran hatten, wurde zum ersten Mal zu Beginn des 18. Jahrhunderts von John Toland geäußert. Offenbar hat sich diese Annahme durchgesetzt, sodass sie heute ein großer Teil der Wissenschaftler ernst nimmt. Danach ist die natürlichste Erklärung für einige der Schlüsselsätze im Koran in den direkt übernommenen judenchristlichen Vorstellungen zu finden, die zu Beginn des 7. Jahrhunderts, wenn nicht in Arabien, so doch wenigstens in Palästina und in Syrien existierten. Die Vorstellung, Mohammed selbst sei Judenchrist oder Nazarener gewesen oder von einer Gruppe beeinflusst worden oder habe, wie andere sagen würden, in der Umgebung dieser heretischen Christen gelebt, ihre Lehren aber zurückgewiesen, sei also negativ beeinflusst worden, scheint mir reine Spekulation zu sein. Solche Theorien und den linguistischen Argumenten nachzugehen, die sie stützen, ist interessant. Doch es findet sich nichts Zwingendes, nichts im Korantext führt zwangsläufig zu einer derartigen Schlussfolgerung. Mir kommt es eher so vor, als ob gewisse westliche Wissenschaftler sich vom Gefühl leiten lassen, wenn sie nach heretischen christlichen Einflüssen suchen. Dieses Gefühl beruht wenigstens teilweise auf einem bestimmten Bild von Arabien, einem stereotypen Bild von Mohammed in der Wüste. Armer Mohammed, der weit entfernt von aller Zivilisation lebte, weit ab von den intellektuellen und kulturellen Zentren und den theologischen Diskussionen, der keinen Kontakt zu den normalen, rechtgläubigen Christen hatte.
Armer Mohammed, der von einigen seltsamen, umherschweifenden Christen beeinflusst wurde, die sich dorthin verlaufen hatten oder vielleicht in der Wüste herumirrten, auf der Flucht vor der Verfolgung durch schreckliche byzantinische Christen und mit abgerissener Kleidung, Hals über Kopf in der Wüste Zuflucht suchend, wie die Mormonen, die nach Utah in Amerika ausgewandert waren. Es scheint mir, dieses Bild sei auch in die Vorstellung eingeflossen, wenn gesagt wird, Mohammed sei von heretischen Christen beeinflusst worden. Aber nichts im Koran zwingt uns zu dieser Lesart. Was wir tatsächlich finden, ist eine geschickte, intelligente Kritik christlicher Glaubensinhalte, die von jemandem geschrieben wurden, der zu Sarkasmus, Karikatur und Übertreibung fähig war, der die Ansichten der Christen so hindrehte, dass sie sein eigenes Argument unterstützten. Wir könnten uns deshalb vorstellen, obwohl vermutlich auch das nicht zu beweisen ist, aber wir können uns eine religiöse Bewegung vorstellen, wo jemand dem normalen, orthodoxen, vielleicht sogar chalzedonischen Christentum begegnet ist, es ablehnt und seine eigene Ansicht, die Araber seien Kinder Abrahams, einbringt. Und somit die Ansichten der Christen widerlegt. Wie widerlegt er sie? Indem er ihre Ansichten übertreibt und karikiert. Meiner Ansicht nach, die falsch sein mag, deuten die westlichen Gelehrten diese überzogene Darstellung des Christentums oder diese Karikaturen als Zeichen für den Einfluss heretischer Christen. Woher kamen dann Mohammeds Bibelkenntnisse? Dem Koran zufolge hatte der Prophet jüdische, christliche und judenchristliche Informanten, die ihn erst in Mekka und dann in Medina unterrichteten. Für Mekka finden wir an einer Stelle im Koran in Sure 16, in der Mohammed die Geschichten von Abraham, Noah und so weiter erzählt, dass ihm seine Mitbürger, die Männer seines eigenen Stammes, vorwerfen: Aber wo hast du das alles her? Du hast einen Informanten. Und das steht im Koran in Sure 16. Du hast einen Informanten. Und der Koran erwidert, und das ist außergewöhnlich: Ja, der Mann, von dem ihr sprecht, er existiert. Es ist also ein Mann, nicht eine Gemeinschaft. Aber wie kommt es, dass ich euch diese Botschaft, diese Offenbarung in reinem Arabisch verkünde, wenn dieser Mann doch ein Fremder ist? Er unterstellt also, dass der Informant schlecht Arabisch spricht, also so etwas wie das, was ich euch verkünde, nicht gesagt haben kann. Sure 16, Vers 103. Wahrlich, wir wissen, dass sie sagen, es lehrt ihn ja doch ein Mensch. Die Sprache dessen, auf den sie da anspielen, ist fremd. Diese Sprache aber ist klares Arabisch. Das übersetzte ich jetzt mal mit klar. Und noch einmal in Sure 25, Al-Furqan, Vers 4 und 5, die nicht glauben, sprechen: Siehe, dies ist nur Trug, den er sich ausgedacht hat. Das arabische Wort Asatir kann Märchen heißen, aber auch Linien ziehen, schreiben. Also, andere Leute halfen ihm dabei, doch sie begehen Unrecht und Betrug. Sie sprechen: Fabeln der Altvorderen sind es, die er da aufgeschrieben hat. Sie werden ihm diktiert am Morgen und am Abend. In dieser Passage leugnet der Koran keineswegs, dass Mohammed möglicherweise Kontakte mit Informanten gehabt hat, mit Menschen, die ihn gelehrt haben, und dass er mit anderen über Religion gesprochen hat. Der Koran formuliert das nicht unbedingt in diesem Sinn, aber er widerspricht dem auch nicht. Seine Landsleute in Mekka, die damals noch Ungläubige waren, haben sehr wohl gesagt: Jemand hat ihn das gelehrt. Fremde haben ihn gelehrt.
Es ist ein fremdes Wissen, das ist alles. Woher nimmt er all diese historischen und anderen Kenntnisse? Jemand hat ihm das beigebracht, aber wer? Es können nur Christen oder Juden gewesen sein. Offenbar haben später gewisse, ich würde sagen eher unbedeutende Orientalisten, ein wenig böswillig und ganz wie es ihnen gefiel, diesen oder jenen als Informanten des Propheten eingeführt. Jedenfalls der Kreis um Khadija und Waraka ibn Naufal, von dem allgemein bekannt ist, dass er angeblich Christ war, worunter wahrscheinlich zu verstehen ist, dass er einer judenchristlichen Bewegung angehörte und Mohammed als Propheten anerkannte. Diese beiden ermutigten Mohammed, Waraka ibn Naufal und Khadija, Mohammeds Frau, die die Cousine von Waraka ibn Naufal war. Welche Beziehung bestand zwischen Waraka ibn Naufal und dem Propheten? Es gibt keinen Beleg für eine gewisse Vertrautheit zwischen den beiden. Sie kannten sich, weil er eine einigermaßen repräsentative Persönlichkeit einer gewissen Gemeinde in Mekka war, die mit der Religion in dieser Gegend nicht zufrieden war. Das ist sicher. Aber wir haben keinerlei Kenntnisse über die Beziehung von Mohammed zu Waraka ibn Naufal. Was ich nicht akzeptiere, ist, dass Waraka ein Lehrer Mohammeds gewesen sein und ihm irgendwie den Koran gelehrt haben soll. Das macht den Koran im Grunde zu einer Art Fälschung und den Propheten zu einem Schwindler. Das waren Argumente von Orientalisten und sie zielten nicht darauf, den Koran zu verstehen, sondern ihn zu widerlegen. Wenn es darum ginge, den Koran zu widerlegen und mit theologischen Argumenten eine theologische Debatte zu führen, dann wären diese Argumente verständlich. Aber für uns Historiker und Akademiker, die eine kritische Methode anwenden, ist das nicht akzeptabel. Und insofern leugnet der Koran keineswegs, dass es einen Informanten gab. Es gab hunderte Informanten, es gab die ganze orale, die ganze mündliche Kultur der Zeit. Und natürlich haben diese Sachen einen Ausdruck gefunden in bestimmten Menschen im Umfeld des Propheten. Das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist, was wird daraus gemacht? Und hier sehen wir wieder, dass die Neuheit des Korans mit dem Selbstverständnis der Kontinuität in keineswegs in Kontrast steht. Die Neuheit ist eben eine Kontinuität mit der abrahamischen Tradition in der Selbstwahrnehmung. Und die Kontinuität ist aber auch mit dem größten Teil der jüdischen christlichen Tradition absolut offen und überhaupt nicht problematisiert. Pour illustrer cela. Um das zu illustrieren, nicht um es zu beweisen, stütze ich mich auf die Bemerkung eines Ahnherrn meiner Disziplin, Leone Ketani, seligen Angedenkens. Er schrieb 1905, die prophetische Mission Mohammeds brach nicht plötzlich und unerwartet über ihn herein. Es war vielmehr eine Aufgabe, die er nach langer Vorbereitung und reichlich Überlegung annahm, mit der Unterstützung und vermutlich dem Einverständnis der engsten Freunde des Propheten. Bleibt die Frage, welche Informanten hätte Mohammed in Medina haben können? Einerseits waren dort die ansässigen, gut eingebürgerten Juden, die sich ihm widersetzten und ihn verspotteten. Es gibt Passagen im Koran, wo das ausdrücklich so gesagt wird. Es geht ja auch wirklich nicht an, dass er anfängt, ihnen die Geschichte Mose nach Art des Koran zu erzählen. Der Unterschied zwischen Mekka und Medina ist, dass Medina viel internationaler war. Es gab sehr viel mehr Durchreisende als in Mekka. Medina lag im Unterschied zu Mekka an einer wichtigen Handelsroute. Gab es in Medina Menschen, mit denen er sich austauschte und die vom Christentum beeinflusst waren? Medina stand in Verbindung mit dem Jemen. Die Stadt lag an der Nord-Süd-Route der alten Weihrauchstraße, die nicht mehr existiert. Jedenfalls war es damals eine sehr belebte Strecke.
Wir können uns also fragen, ob Mohammed nicht auch dort bei durchreisenden Gesprächspartner suchte, so wie er schon in Mekka Argumente gegen seinen Stamm gesucht hatte. Denn der mekkanische Koran spricht von dieser Person, die er befragen wird. Warum soll er in Medina nicht nach Menschen gesucht haben, die sich mit dem Christentum auseinandergesetzt hatten und zum Beispiel aus dem Jemen kamen? Wir dürfen uns das Christentum nicht so vorstellen, wie wir es heute kennen. Wir müssen uns zurückversetzen in eine Umgebung, wo die Dinge sehr viel weniger deutlich gegeneinander abgegrenzt waren als heute. Auch was die Territorien angeht. Sicher, die Stammesgebiete waren festgelegt, es bedurfte Weideland. Aber es gab keine Grenzen, es gab keine Zöllner. Und auf geistigem Gebiet war es ganz ähnlich. Die Menschen drehten sich nicht gerade nach dem Wind. Aber sie waren gut informiert. Den heutigen Fundamentalisten zufolge kann der Koran weder übersetzt noch kommentiert werden, da er Wort Gottes ist, das in reinem Arabisch offenbart wurde. Diese dogmatische Position wird von Exegeten und Gelehrten heftig angegriffen, von Muslimen wie von Nichtmuslimen. Seit langem hat die Forschung im Koran nicht nur jüdische oder christliche Einflüsse nachgewiesen, sondern vor allem, dass fremde Sprachen ihre Spuren hinterlassen haben. Insbesondere das Syrische, die Sprache, der sich vor allem die orientalischen Christen überall in Arabien bedienten. Das Syrische ist eigentlich ursprünglich ein aramäischer Dialekt, der aus Edessa kommt, dem heutigen Urfa in der Türkei, auf Arabisch Ruha, auf Syrisch Urhoi, einer bedeutenden alten Stadt. Dort und in der Umgebung, in Nisibin und einigen im Umkreis liegenden Städten, finden sich in der Antike, Spätantike bedeutende christliche Schulen und nicht nur, auch jüdische Akademien. Und wir wissen, dass es dort zu einem sehr intensiven Austausch gekommen ist, im theologischen. Dieses Gebiet bedient sich im Wesentlichen des Syrischen, das heißt eines aramäischen Dialektes. Es gibt griechische Elemente, aber die sind nicht dominant. Dieses Syrische ist deshalb so bedeutend, weil bei weitem die größte Anzahl von christlichen Texten, sei es biblischen, aber auch nachbiblischen, in dieser Sprache gesprochen wurde, geschrieben wurde. Und der Einfluss dieser Texte ist im Orient nicht zu unterschätzen und ist bis heute geblieben in christlichen Gruppierungen, wurde aber auch weitergehend rezipiert. Und dazu ist es auch nicht zu unterschätzen, dass wir hier einen Tiegel haben, der östliche und westliche Einflüsse auch aufnimmt, wo also Dinge zusammenkommen und umformuliert werden in etwas Kohärentes. Ich persönlich glaube, dass der Prophet Syrisch Kenntnisse gehabt haben muss. Das ist im Koran nachzuweisen. Eine Fremdsprache kannte er auf jeden Fall. Syrisch ist am wahrscheinlichsten. Es könnte auch Äthiopisch sein. Es könnte zur Not auch Griechisch sein. Das bezeugt der Koran. Denn der Prophet führte Gespräche mit einem Barbaren, das heißt einem Ausländer, der in seiner Sprache sprach. Also musste Mohammed eine Fremdsprache sprechen. Außerdem war es für die Kaufleute von Mekka, die regelmäßig nach Syrien reisten, sicher schwierig, wenn sie die Landessprache nicht kannten. Das ist leicht nachvollziehbar. Die Bezeichnungen für die großen Partien des Koran, auch der Begriff Koran selbst, sind syrischen Ursprungs. Nehmen wir zum Beispiel das Wort Sure, Sura, das die Kapitel des Korans bezeichnet, oder das Wort Aya für die Verse. Diese Wörter haben schon seit den ersten Anfängen des Islam den Lexikographen und Grammatikern, auch den Kennern der arabischen Sprache unter den Muslimen, Probleme bereitet. Sie wussten sehr gut, dass diese Wörter nicht aus dem Arabischen stammen. Und sie haben versucht, dafür Rechtfertigungen zu finden und Erklärungen für dieses Rätsel.
Auch das Wort Sure bleibt ein Geheimnis. Wir wissen nicht wirklich, woher dieses Wort stammt. Es gibt mehrere Hypothesen. Einer meiner Studenten, Paul Neuenkirchen, stellte kürzlich eine Hypothese auf, die mir sehr überzeugend zu sein scheint. Er sagt, es kommt von dem syrischen Wort Bessora, das die gleiche Bedeutung hat wie Euangelion im Griechischen, das heißt gute Nachricht, auf Arabisch Bishara. Das B der Wurzel sei dabei im Lauf der Zeit weggefallen. So wurde aus Bessora Sura. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Anlaut beim Übergang in eine andere Sprache wegfällt. Die Form des Wortes Koran scheint nicht typisch arabisch zu sein. Viele Wissenschaftler sind der Auffassung, dass Wörter mit der Endung an auf aramäischen, insbesondere syrischen Ursprung hinweisen. Das ist die Annahme westlicher Wissenschaftler. Die muslimische lexikografische Tradition hat ihre eigene arabische Erklärung. Wörter wie Furqan oder Buhtan oder Koran lassen vermuten, dass sie aus dem Aramäischen stammen. Das aramäische Wort, aus dem das arabische Koran abgeleitet ist, ist dieser Ansicht nach Keriana. Dieses Wort bezieht sich in der syrisch-christlichen Tradition auf ein Lektionar. Ein Lektionar ist ein Buch für die Liturgie. Es enthält Exzerpte aus der Bibel, die dem liturgischen Kalender entsprechend angeordnet sind und im Gottesdienst öffentlich gelesen werden. Im Altsyrischen bedeutet das Wort Koran das, was gelesen wird, und zwar in einem religiösen Kontext. Im Ostsyrischen zum Beispiel heißt das Keriana, im Westsyrischen Koriana. Im palästinensischen Syrisch heißt es Keran oder Kerian. Gemeint ist in jedem Fall ein Buch, das beim Gottesdienst vorgelesen wird. Die Evangelien, die Tora, die Apostelgeschichte und die Briefe des Apostels Paulus. Es bezieht sich immer auf dieselbe Vorstellung. Der Koran, das Buch der Muslime, ließ sich von etwas anregen, was in der Region bereits existierte. Ganz und gar in christlicher Bedeutung und in christlicher Terminologie. Ich halte es für sehr wichtig, an einen Punkt zu erinnern, der, wie ich glaube, oft übersehen wird. Es gab in der Spätantike sehr viele arabisch sprechende Christen. Wir haben zum Beispiel die Akten der Konzile oder Dokumente, in denen die Rede ist von arabischen Bischöfen, die christliche Gefolge haben. In Syrien, Palästina, Arabien, in Petra oder anderswo. Wir wissen, dass die arabisch sprechenden christlichen Gemeinden das Arabische offenbar im Alltag verwendeten, eventuell auch für Predigten außerhalb der Liturgie, aber als liturgische Sprache verwendeten sie entweder Griechisch oder Syrisch. Und diese Zweisprachigkeit erscheint mir sehr wichtig. Sie hat für den Koran sicherlich eine Rolle gespielt. Es gibt eine sehr explizite Beziehung, eine deutliche Parallele, insbesondere zwischen den eschatologischen ersten Suren im Koran und den Lehren vor allem des Ephrem, einem der Kirchenväter, der auf Syrisch oder auch auf Griechisch schrieb. Ich habe zu zeigen versucht, dass es hier außerordentlich präzise und irgendwie verwirrende Parallelen gibt. Ganz eindeutig werden Ausdrücke, Vorstellungen und Metaphern, die aus dem Syrischen stammen, wieder aufgenommen, um bestimmte Probleme darzulegen. Es handelt sich nicht nur um Begriffe, sondern um eine Atmosphäre, um eine Lebenswelt und eine Sensibilität, die dem Koran oft sehr nahe kommen. Das soll nicht bedeuten, dass der Koran wieder ins Aramäische zurückübersetzt werden muss, um den originalen Koran zu erhalten, der dann ein christlicher Koran wäre. Das wäre absurd. Der Koran ist eine ganz und gar neue Schöpfung und er ist ganz sicher nicht in einer Schreibstube entstanden.
Allerdings spiegeln sich im Koran zahlreiche religiöse Vorstellungen, die zu Anfang des 7. Jahrhunderts im Nahen Osten im Umlauf waren. Bei den Christen wie bei den Juden, auch bei den Heretikern der einen oder anderen Strömung, sowie anderen religiösen Gruppen wie den Manichäern oder den Zoroastriern. Der Koran ist ein Text, der von der Geschichte des Monotheismus zeugt und von den zahlreichen theologischen Debatten und Kontroversen, die Arabien bewegten. Vor allem findet sich in ihm der Nachhall der dogmatischen Auseinandersetzungen, die seit 3 oder 4 Jahrhunderten das Christentum zwischen der syrischen und der byzantinischen Kirche zerrissen. Nach meiner Auffassung lässt sich die Beziehung des Koran zur syrisch-christlichen Tradition am besten damit beschreiben, dass der Koran von der Tradition profitiert, dass der Koran die Tradition nutzt. Aber das theologische Ziel bei der Adaption oder Neuinterpretation dieser Geschichten ist immer, eine eigene Gotteslehre zum Ausdruck zu bringen. Und diese Gotteslehre ist die von einem transzendenten Gott, einem erhabenen Gott, einem allmächtigen Gott, einem Gott, der unsere Vorstellungskraft übersteigt. Das ist sehr wichtig, denn hier klingen noch alte theologische Debatten christlicher Kreise nach. Denken Sie an den klassischen Streit um die Transzendenz Gottes zwischen den sogenannten Nestorianern und den Monophysiten, vor allem nach dem Konzil von Chalcedon. Diejenigen, die die sogenannte nestorianische Position vertraten, lehnten, um die Ehre Gottes zu verteidigen, bestimmte Dinge ab. So könne nicht gesagt werden, Maria sei die Mutter Gottes. Was ist Gott? Hat Gott eine Mutter? Sind wir denn wie die Heiden? Gott ist darüber erhaben, eine Mutter zu haben. Gott ist über alles derartige erhaben. Und vor allem ist Gott erhaben über das, was Menschen tun. Gott ist darüber erhaben, einzuschlafen. Gott ist erhaben über den Tod. Die sogenannte nestorianische Christologie versichert nachdrücklich, nur die menschliche Natur sei dem Tod am Kreuz unterworfen gewesen. Nur die menschliche Natur sei dem Schlaf unterworfen. Während auf der anderen Seite die Monophysiten die Position vertraten, die gesamte Lehre des Christentums, seine Schönheit, sein Glanz, seine Tiefe, bestehe darin, dass Gott bereit war, seine Erhabenheit und Transzendenz aus Liebe zu den Menschen abzulegen. Sie insistieren auf der Ehre Gottes, nicht auf der Transzendenz, sondern auf der Imminenz Gottes. Gott ist bereit, als Säugling zur Welt zu kommen, zu schlafen, zu sterben, all dies zu erleben. Wir können die Theologie des Koran als eine Weiterentwicklung dieser Debatte verstehen, wobei er in erster Linie auf der Transzendenz Gottes besteht. Wir finden im Koran in Kapitel 4, Vers 171, einige Verse nach der berühmten Passage über die Kreuzigung, diese Zurückweisung der christlichen Auffassung von Christus. Fern sei es, dass er einen Sohn habe. Diese theologische Perspektive ist das Geheimnis des Koran oder das Herz des Koran, seine Theologie. In diesem Sinn können wir sagen, dass der Koran die Geschichten und Überlieferungen der syrischen Christenheit verwendet, aber für seine ganz eigene theologische Lehre. Die Kirchen des Ostens, die syrisch sprechenden Kirchen, waren am Vorabend des Islam restlos zerstritten, zerfallen und zersplittert. Und schauen wir auf den Schauplatz der Imperien. Dort hatten sich Perser und Byzantiner vor dem Aufkommen des Islam schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten bekämpft. Die Spätantike im Nahen Osten bietet ein Bild erschöpfter religiöser und politischer Akteure. Sie sind am Ende, unfähig, weiterhin Anhänger zu finden, sich weiter zu bewegen. Diese Querelen waren weithin Ursache für Blutvergießen und Sektierertum in der Region. Es musste etwas geschehen. Und es ergibt Sinn, dass der Ruf nach einer Erneuerung des Glaubens, nach einer Neufassung des ursprünglichen, des reinen Glaubens außerhalb des byzantinischen und auch außerhalb des persischen Reiches erscholl. Und das ist der Islam des Koran. Und diese Religion sollte viel reiner sein.
ohne all die Extravaganzen und sektiererischen Streitereien, die die Kirchen zerstört hatten, die der Koran nun anspricht und belehrt. Which the Quran is speaking to and kind of, you know, instructing. Parmi les raisons qui expliquent. Ich frage mich, ob es außer den rein theologischen Gründen, insbesondere natürlich dem Bestehen auf dem einen und einzigen Gott, ob es bei all den Erklärungen zur Christologie im Koran nicht auch eine Art Überdruss und Verzweiflung gibt angesichts der endlosen christologischen Debatten. Denn manchmal entsteht das Gefühl, dass die Korantexte versuchen, eine Lösung zu finden, die diesen unablässigen christologischen Querelen ein Ende setzt, indem sie eine einfache, eindeutige und radikale Christologie vortragen und damit vermeiden, dass früher oder später alle in christologische Debatten verfallen, die zu keiner Lösung führen und letztendlich Ursache sind für endlose Kämpfe. Nicht mehr nur für Debatten, die schon seit sehr, sehr langer Zeit ausgefochten werden, und von denen alle am Ende des 6. und im 7. Jahrhundert genug haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass es in unserem Verständnis eine sehr eindeutige Unterscheidung gibt zwischen dem Christentum in seinen Anfängen, dem paulinischen Christentum, dem Christentum nach dem Konzil von Nicäa, den christologischen Auseinandersetzungen, dem Konzil von Chalcedon, dem Monotheismus, dem Arianismus, dem Doketismus und so weiter. L'arianisme, le docétisme, etc. Pour nous maintenant, il s'agit de sectes dans l'histoire. Für uns heute handelt es sich dabei um historische Sekten, während die Kirche ein ruhiger Fluss sei, etc., etc. La réalité, c'est que. Nein, das entspricht nicht der Realität. Plusieurs interprétations du message. In Wirklichkeit gab es mehrere Interpretationen der Botschaft Jesu. Es gab Sekten, und das ist nicht abwertend gemeint. Und dieser Begriff soll keinen negativen Beigeschmack haben, der aus einer Sekte eine Häresie macht. Nein, darum handelt es sich nicht. Sondern es handelt sich um Komponenten einer Tradition, die manchmal miteinander im Krieg lagen, in manchen Fällen in einem symbolischen Krieg, in anderen in einem realen Krieg. Es gab keine Stabilität, jedenfalls nicht im 7. Jahrhundert. Es ist kein Vorwurf gegen den Islam oder die Prophezeiungen des Propheten Mohammed oder den Koran, denn der Koran beteuert selbst, er würde die Bücher, die vor ihm kamen, die Erzählungen, die ihm vorausgingen, wieder aufnehmen und bestätigen. Er bestätigt nochmals die Propheten als Gottes Gesandte, wie auch die Botschaften, die sie brachten. Und all das ist die Geschichte des Islam, auch wenn sie schon vor dem Islam geschah. Es gibt also einen Hintergrund. Sehr ähnlich wie das Christentum die hebräische Bibel übernahm, die sie Altes Testament nannten. Damit sind die Christen ja nicht Israeliten geworden. Nein, das Christentum sagt, dass all das im Wesentlichen Vorspiel war für das, was mit der Mission Jesu im ersten Jahrhundert kam. In terms of the first century Jesus mission and whatnot. And genau das Gleiche macht der Koran. Er sagt, was vorher kam, war Vorspiel. Das ist eine wesentliche, eine notwendige Evolution. Und nun offenbart Gott eine neue Botschaft. Wir können dies als Einfluss betrachten oder als Bestätigung dessen, was vorher geschehen ist. Doch wir können nicht leugnen, dass in den Koran gewisse Dokumente aus dem ersten Jahrhundert eingegangen sind. Er hat nicht 6 Jahrhunderte historischer und literarischer Reflexionen übersprungen, insbesondere was Jesus und Maria betrifft. Er geht auf sie ein, er kennt sie. Denn seine Ansicht von Jesus und Maria ist geprägt von 6 Jahrhunderten christlicher Reflexion. Als der Islam aufkam, präsentierte er eine äußerst schlichte, ja radikal schlichte Lehre.
Es gibt Allah und das ist alles. Es gibt kein Dogma im Islam. Es gibt Praktiken, die übrigens weitgehend mit asketischen Praktiken im Christentum übereinstimmen. Ich denke an das Fasten, das Almosengeben und die Pilgerreise. Und der Islam hat beträchtlichen Erfolg, denn da erscheint ganz plötzlich eine religiöse Form, die die Menschen zu Beginn nur schlecht vom Christentum unterscheiden konnten, gerade weil im Koran von Jesus, Maria und anderen biblischen Gestalten die Rede ist. Also sagten sie sich, das ist eine neue Art, die Dinge zu sagen. Das gefällt uns. Da gibt es keine unendlichen Auseinandersetzungen über die Hypostase, ins Syrische übersetzt, über das Wesen Gottes, die Wesensgleichheit von Gott Vater und Jesus Christus und was weiß ich noch alles. Sie nehmen diese neue religiöse Form an, die das Verdienst hat, sehr einfach zu sein und irgendwie zu den Ursprüngen zurückkehrt. Natürlich gab es auch Nötigungen und physischen Zwang, aber diese Anziehungskraft erklärt zum Teil den großen Erfolg des entstehenden Islam auf syrischem Gebiet. Es war eins der wichtigsten Gebiete, wo sich der Islam verbreitete und von wo aus er nach Ägypten im Westen und dann nach Libyen und bis nach Nordafrika vordrang. Zu Beginn des 8. Jahrhunderts erstreckte sich das muslimische Reich über gewaltige Gebiete. Doch offenbar war der Islam noch keine Pflichtreligion. Für Johannes von Damaskus, den letzten Kirchenvater, ist der Koran, den er sehr genau zitiert, ein heretischer Text und der Islam eine Häresie des Christentums.